Herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams und wer weiß, vielleicht bald aus Innererde. Heute bei uns zu Gast, einmal mehr, Christa Jasinski. Wir sehen uns gleich. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. Free Spirit TV ist eines von mehreren Projekten des Free Spirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das Free Spirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Liebe Christa, herzlich willkommen. Obwohl viele Menschen mittlerweile wissen, wer du bist, so kennen dich vermutlich doch nur die allerwenigsten so richtig. Ja, davon gehe ich aus. Und das will ich gerne ein bisschen ändern. Mhm. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist, woher du kommst, wie dein Weg war. Wer bist du überhaupt? Du bist ja nicht nur die Abschreiberin der Bücher von Alf. Nein, eigentlich habe ich einen sehr bunten Lebensweg hinter mir. Ich habe unglaublich viele Berufe schon ausgeübt. Ich habe Chemielaborantin gelernt, habe dann viele Jahre in der Umweltberatung gearbeitet, habe eine Ausbildung als Ernährungsberaterin und Umweltberaterin gemacht. War viele Jahre selbstständig, indem ich meine Kreativität ausgelebt habe und Kleidungsstücke genäht und verkauft habe, also handwerklich. Dann habe ich einige Zeit in ein Reformhaus geleitet, also breit, bunt, kann man sagen. Ich habe mich aber schon sehr, sehr früh mit spirituellen Themen befasst, obwohl ich dieses Wort Spiritualität irgendwie nie richtig wirklich einordnen konnte, weil da gibt es die unterschiedlichsten Aussagen darüber, was das sei. Für mich bedeutet das eigentlich nur Arbeit über den Geist. Ich habe früher sehr viel gelesen, habe mich lange Zeit auch mit gnostischen Schriften befasst. Und das Thema Innererde war für mich eigentlich nie ein Thema, bis Alf dann diese Kontakte bekam. Und von da an war mein Leben eigentlich Science-Fiction, könnte man fast sagen, ja. Das heißt, ihr wolltet eigentlich diesen Kontakt gar nicht bewusst? Nein, war von keiner Seite her in irgendeiner Weise forciert. Wie kam denn überhaupt der erste Kontakt zustande? Alf wurde angesprochen von einem Bekannten, ob er nicht Mitglied in einem Orden werden will. Der Orden nannte sich Mola. Das ist die Abkürzung von mystischer Orden, hermetischer Lehren Atons, ist ein oder war ein 3700 Jahre alter Orden, knapp 3700 Jahre. Und der sah sich, war kein Machtorden. Das war ein Orden, der sich als Bewahrerorden sah. Man konnte auch nicht so einfach da eintreten, man wurde gefragt. Und man musste auch so eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben, dass man da nicht drüber spricht. Alf war eigentlich gar kein Ordensmensch, weil der sich überhaupt keinen Regeln unterordnen konnte. Und Orden hat ja viel mit Ordnung zu tun. Aber was ihn sehr gereizt hat, war halt an dieses Wissen heranzukommen. Und deswegen ist er in diesen Orden gegangen. Ja, und über diesen Orden bekam er diese Kontakte. Ja, und jetzt habe ich mal von einem Zuschauer die Frage bekommen oder den Vorwurf schon fast bekommen. Jetzt kommt der Alf und der war ja eigentlich ein unbekannter, unbeschriebenes Blatt in dem Sinne und löst am Ende einen über 3000 Jahre alten Orden auf, der sich so lange hielt. Ja.
ist schon faszinierend. Es ist sehr faszinierend, vor allen Dingen nachdem Alf dann später nachdem Alf die Auflösungsformel geschrieben hat, Unterlagen bekam, wo ganz klar beschrieben war, dass jemand kommt und dass dieser jemand deutete ziemlich klar auf Alf hin, der das auflösen wird. Das heißt, Alf ist deswegen in diesen Orden gekommen, weil die wussten, er wird das tun. Er hatte angefangen hat das ja über ein Mola-Mitglied, der ein Franziskanerpater war, den er dann kennenlernte. Und das war arrangiert, dass die sich kennenlernen. Und dieser Vater Peter war der damalige Imperator des Ordens. Und der wollte ihn näher kennenlernen. Und er hatte vorher Tagebuch geschrieben. Und da hatte Alf später einen Einblick rein, wo er ihn beobachtet hat über längere Zeit. Und er wusste, er ist derjenige. Das wussten wir damals überhaupt nicht. Das hat auch Alf erst später erfahren. Warum das so war, das weiß ich nicht. Und wie ist denn das so für dich die ganze Zeit? Ich meine, du bist eigentlich immer im Hintergrund gewesen. Du hast gehört von diesen faszinierenden Geschichten. Ich nehme an, du weißt sicher auch mal gerne nach Innererde. Eigentlich nicht. Also, sagen wir es so, ich fand das faszinierend, aber ich hatte es vor meinem inneren Auge. Ich brauchte das eigentlich nicht wirklich, das Einfahren. Mir war vollkommen klar, was darüber kommt, ist richtig. Und ein, zwei Jahre später, nachdem Alf diese Kontakte hatte, bekam ich das erste Anastasia-Buch in die Hand und da wird das auch beschrieben und das hat mir auch sowas bestätigt. Ich hatte nie diesen brennenden Wunsch, was mich interessiert hat, waren die Inhalte, die fand ich total spannend und die Möglichkeit, Fragen nach Innererde weiterzugeben und die Antworten zu bekommen auf meine Fragen. Und das kannst du ja immer noch auf telepathischen Wegen. Ja, aber das war mir damals nicht bewusst. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ja, ich habe, das wurde dem Alf gesagt. Als Alf sagte ja oft, er hätte gerne, dass ich mit einfahre, da wurde ihm gesagt, aus zwei Gründen, da kann ich nicht einfahren. Der erste Grund ist, weil ich es nicht in meiner Seelensignatur habe. Seelensignatur ist das, was wir grob gesagt, das müssen wir als Aura bezeichnen und da ist ja alles gespeichert so von, da ist auch unsere Lebensaufgabe gespeichert und so und das erkennen die Lebensaufgabe. Und im Astralkörper sagst du? Oder letztendlich im Astralleib, ja. Okay. Oder im Kausalleib auch. Mhm. Das sind die beiden, die damit zusammenhängen. Und also sie haben gesagt, ich habe es, diese Signatur, dass ich diese Einfahrten brauche, dass es irgendeinen Sinn hat, dass ich da einfahre. Beim Alf wussten sie, dass er die Bücher schreiben wird, dass er den Mut dazu hat, das zu schreiben. Und der zweite Grund war, dass man Alf sagte, den Kontakt hat sie längst. Und dann habe ich ihn ganz dumm angeguckt, habe gesagt, wie, wo habe ich einen Kontakt? Und darauf, das hat Alf halt so weitergegeben nach Innererde. Dann haben die gesagt, sie werden es mir beweisen. Und dann hat Mordechai, das ist eine Außerirdische, die in Innererde für ihren Planeten als Diplomatin ist, und zu der habe ich einen Kontakt aufgebaut im Laufe der ersten Zeit. Relativ schnell waren mir ihre Aussagen, die gingen mir immer ins Herz, die sie gemacht hat. Und dann hat Mordechai angefangen, mit mir telepathisch zu kommunizieren. Sie hat angefangen erstmal, um mir das zu zeigen, dass das, was bei mir ankommt, das ist, was sie sagt, hat sie das dann mir so in die Zeit, anfangs in die Zeit geschickt, wo ich noch nicht ganz wach war morgens, aber auch nicht mehr schlief. Dann kamen dann sowieso Tagträume, so Aussagen,
an. Und dann hat sie später angerufen und hat gefragt, was bei mir angekommen ist. Und das war immer richtig. Und dann hat sie gesagt, so, und jetzt weiß sie, wie es geht. Und das kann sie tagsüber auch immer. Das kann sie immer. Und dann ist mir klar geworden, dass manchmal einfach das, was mir in den Kopf kommt, dass das nicht meine Ideen waren, sondern dass das Dinge waren, die mir eingegeben wurden oder gesagt wurden und oder die ich irgendwo empfangen habe. Und ich habe dann ganz schnell gelernt zu unterscheiden, was sind meine eigenen Gedanken und was kommt von außen. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Was ist der Unterschied? Es ist ganz schwer zu sagen. Ich weiß es einfach intuitiv. Ich glaube nicht, dass man das beschreiben kann. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Man fühlt einfach, es ist so. Es ist so, ja, genau. Es ist eine ziemliche Sicherheit dabei. Ja. Und hast du mit ihr dann telefoniert, selber oder der Alf? Nee, ich habe gar nicht mit ihr telefoniert. Weil du gesagt hast, sie hätte dann angerufen? Angerufen auf Alfs Handy. Ah, okay. Und mit Alf gesprochen. Ah, mit dir. Du hast sie nie gehört? Ich habe mit ihr selber nie gesprochen, ja. Nein. Ich habe nur immer mitgekriegt, wenn er angerufen wurde. Spannend, und ich bin sicher, viele Menschen beneiden dich deswegen und noch mehr wahrscheinlich den Alf, weil er rein durfte. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, es bringt keine persönlichen Vorteile, ob man da zugelassen wird, reingehen kann oder nicht. Sind alle Menschen gleichberechtigt? Die sich davon Vorteile erhoffen, werden garantiert nicht eingeladen. Mhm. Es gibt 30.000 Menschen, die Kontakte haben nach Innererde. Die meisten reden nicht drüber, weil sie Angst haben, weil sie Angst um ihren Beruf haben, weil sie Angst haben um das, was als später passiert ist. Ganz viele Anfeindungen, ganz viele Dinge, die sehr heftiger Natur waren, die wir erlebt haben. Ja, und es hilft trotzdem auch, wenn sie das für sich behalten. Tragen sie die Schwingung dann einfach mit in die Welt, oder? Nein, es wird ganz viel anonym ins Internet. Internet ist ideal dafür, um anonym was reinzusetzen. Oder ich habe vor kurzem ein Buch in die Hand bekommen, wo ich ganz sicher bin, dass das ein Kontaktler geschrieben hat. Jetzt ist natürlich klar, welches Buch ist das? Das kann ich sagen. Das ist schon sehr alt. Es existiert schon sehr lange im Internet und das ist ein Buch für Wissenschaftler oder für Menschen, die sich dafür interessieren. Der Autor heißt Carter, C-A-R-T-E-R, das heißt Revolution der Wissenschaft. Revolution der Wissenschaft von Carter. Ja. Das werden wir finden natürlich. Ja, das Buch, ich glaube nicht, dass der Autor noch lebt und der Autor hat es auch nicht selber geschrieben. Also in dem Buch kommt immer vor, da schreibt einer und sagt immer der Autor. Ja. Ja. Also das Buch und die Bücher von Anastasia sind so in etwa wahrscheinlich innerirdisch inspiriert. Ja, ganz sicher. Jetzt hast du ja auch so persönliche Spezialgebiete. Also wir wissen, du hast telepathische Kontakte, dein drittes Auge ist wahrscheinlich sehr aktiv. Kannst du uns mal den Unterschied erklären zwischen dem Morphofeld, wo ja viel die Rede ist in den Büchern, und dem Akasha-Feld? Ja, kann ich. Das eine ist ein Feinstoff, also Morphofeld ist ein feinstoffliches Feld. Ja, und Akasha ist geistig, ein rein geistiges Feld. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auch diese Felder anzuzapfen. Ich kam immer sehr gut ins Akasha-Feld, aber Morphofeld fällt mir schwerer. Aber Alf hatte einen Freund, der ebenfalls Kontaktler war, den er da kennengelernt hat. Und der ist Autist oder war Autist, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Und der hat auch öfter mit Alf telefoniert und da habe ich zugehört. Und der hat Alf viele, viele Tipps gegeben, wie man ins Morphofeld kommt. Von dem habe ich da viel gelernt, aber ich kann es nicht so gut. Aber ich weiß, wie es geht. Und was ist denn der Unterschied genau von den Informationen, die gespeichert sind im Akasha oder im ist das morphogenetische Feld gemeint? Oder? Nein, das gibt Unterschiede. Morphofeld ist der Überbegriff. Morphogenetisches Feld ist nur ein Unterfeld, was Genese macht. Ja, also was gestaltet. Ja.
was ja auch unsere Genetik funktioniert über dieses morphogenetische Feld, über unser persönliches. Quasi die Grundsteine der Grundsteine sozusagen. Ja, genau. Mhm. Die feinstoffliche Matrix. Ja, und da gibt es dann noch andere Felder, so Informationsfelder, die nennt Rupert Sheldrake die morphischen Felder. Ja. Das ist zum Beispiel das, wo wir Kontakte haben zu anderen Menschen. Das läuft schon darüber. Oder Kontakt zum Tier. Also wenn unser Hund plötzlich aufspringt, weil er spürt, dass das Herrchen nach Hause kommt, mhm. dann läuft das über so ein Feld. Und wenn zwei Menschen zum Beispiel plötzlich irgendwo weit auseinander sind und spüren, jetzt denkt er an mich, geht das dann auch über das morphische Feld? Ja, das geht. Es kommt drauf an. Ja, doch, es geht über das morphische Feld. Genau. Das sind auch Informationsfelder. Und du hast guten Kontakt dort rein? Ich kann das eine besser als das andere. Also das Morphofeld kannst du besser? Nee. Das Akasha-Feld? Akasha kann ich besser. Wie kann man da Kontakt herstellen? Akasha ist rein geistig. Also da geht es wirklich nur übers Denken. Allerdings nicht, ich rede jetzt nicht vom intellektuellen Denken, sondern da müssen beide Hirnhälften zusammenarbeiten. Und es gibt, wir haben, das ist uraltes Wissen. Ja, das wussten die Mystiker schon, drei verschiedene Drüsen im Kopf. Also das eine ist die Zirbeldrüse, der Hypothalamus und die Hirnanhangdrüse. Und die arbeiten zusammen. Das ist also eine Zusammenarbeit zwischen den drei Drüsen. Und wenn die aktiv sind, und das tun die beim kreativen Denken, ja, dann bildet sich hier ein Wirbel. Oder erstmal so ein Ring. So, und die Mystiker nannten das den Schwingkreis drittes Auge. Und das ist, und wir nennen es Heiligenschein. Genau, oder? Das ist das, was wir als Heiligenschein bezeichnen. Auf den Bildern, das wird dann gezeichnet. Das sind Menschen, die haben einfach, bei denen ist das aktiv. Ja. Und natürlich Künstler, die Bilder malen, sind sowieso auch kreativ inspiriert und sehen vielleicht eher die Dinge. Zugang zum Akasha-Feld zu bekommen, ist das Wichtigste, die Kreativität. Also das kreative Denken. Ja. Nicht das Malen, da meine ich jetzt gar nicht damit. Das kreative Denken, aber das macht natürlich jeder Künstler. Ja, also das Denken außerhalb der gewohnten Begrenzung. Genau. So. Mhm. Das freie Denken auch. Ja. Ja, schöner Begriff, freies Denken. Das ist sehr schwierig heutzutage, wo man so indoktriniert ist, oder? Ja, und was da noch zugehört, ist das anschließende Zuhören. Ja, also wenn ich Fragen ans Akasha-Feld abgebe, dann muss ich anschließend auch zuhören können, was kommt an. Und dann erkennen können, habe ich jetzt mir das selber ausgedacht oder ist das die Antwort aus dem Akasha-Feld? Das kommt bei mir an wie ein Gedanke. Mhm. Das heißt, du kannst jede Frage stellen eigentlich? Jede Frage stellen und ich kriege jede Antwort, ja. Auch solche, die zum Beispiel überprüfbar mathematisch sind, so, wo du keine Ahnung hast als Christa? Ja, kann ich. Könntest du eine Rechnung hochschicken? Nee, oder? Liegt meine persönliche Begrenzung, weil ich keinen Bezug zu Zahlen habe. Ja. Und ich selber muss... es ging vielleicht... Ja, aber sagen wir mal so, ich würde es mir nicht zutrauen. Ja. Das. Andere Dinge traue ich mir da sehr wohl zu. Ja. Also es braucht eine gewisse Affinität auch zu einem selber. Ja, also ich habe Wissenschaftlern auch schon Informationen gegeben, ja. Und dann haben die das überprüft und es war korrekt. Wie hast du dich dann gefühlt? Ja, das fühlt sich natürlich toll an, wenn man das kann. Ja, ich finde das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das richtig toll, dass sowas zu können. Aber das kann jeder, der es wieder anfängt wahrzunehmen. Und das kann man auch lernen. Was gibt es denn da für Methoden oder Übungen, um das zu aktivieren? An erster Stelle natürlich unsere Zirbeldrüse wieder zu stärken. Die ist bei den meisten Menschen geschrumpft. Viele reden von Verkalkung, aber die Bezeichnung ist eigentlich falsch, weil es ist keine Verkalkung, sondern es ist wie ein Organ, was ich nicht mehr benutze. Das schrumpft, es wird einfach immer kleiner. Unsere Zirbeldrüse war mal zweimal so groß, wie unsere heutige Zirbeldrüse ist. Mhm. Und wenn wir die wieder nutzen,
dann wächst die auch wieder. Und je mehr die wächst, umso mehr nehmen wir da wahr. Und die beste Lösung ist, also erstmal, wie gesagt, jede Chemie weglassen, möglichst, weil die, das alles geht, stört unsere Zirbeldrüse. Man sagt ja vor allem, glaube ich, Fluoride und Fluoride so. Fluoride ist ganz schlimm, aber auch andere Chemikalien haben negative Auswirkungen auf die Zirbeldrüse. Das Zweite ist halt, das kreative Denken wieder zu lernen, also aus dem Rahmen herausdenken. Und vielleicht auch mit Menschen Gespräche führen und dabei weit über das Ziel hinausgehen. Und auch wenn es manchmal noch so unsinnig ist. Also das kann man, da kann viele Gedanken können einfach verworfen werden, wenn sie unsinnig erscheinen, aber es bringt das kreative Denken weiter. Also so quasi das Gemeinsame in die Unendlichkeit philosophieren. Ja, genau, das ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, das wieder zu trainieren. Ja, aber auch einfach zu erkennen, dass das Einfachste ist, erstmal zu erkennen, dass man das überhaupt kann. Also zum Beispiel kann man sich hinsetzen und eine Kerze anzünden und sich vorstellen und denken und vorstellen, wie die höher brennt. Und das schafft man irgendwann. Das geht nicht beim ersten Mal. Man darf nicht zu schnell aufgeben. Aber das trainiert. Das ist eine geistige Vorstellung, die man da hat. So quasi Psychokinese-Experimente, oder? Ja, alles diese Dinge. Ja. Ja, also es kann jeder. Es ist eine, also es hängt wirklich damit zusammen, sich möglichst von jeder Chemie fernzuhalten und dann das kreative Denken wieder fördern. Und gibt es denn vielleicht irgendwelche Nahrungsmittel, die das unterstützen, dass es wieder wächst und lebendig wird in meinem Kopf? Unser größtes Problem ist, dass unsere Böden so verarmt sind und dass wir kaum noch dass der Mineralstoffgehalt der Böden extrem, extrem gering ist inzwischen. Alf hat mal in Innererde angefragt, weil er sowas gehört hatte, dass die Außerirdischen herkommen, weil sie unser Gold wollen. Ja. Ja. Und da hat Innererde so in etwa, ich habe es jetzt nicht wörtlich, aber in etwa zu ihm gesagt, warum kümmert ihr euch um das äußerliche Gold, wo doch eure Böden kaum noch Gold enthalten, das wäre viel wichtiger. Mhm. Ja. Also all diese Dinge, also ich kann dann nur sagen, möglichst mineralstoffreich sich zu ernähren und dass die Mineralstoffe sind heute fast nur noch in ausreichendem Maße nur noch in Wildkräutern vorhanden, die in freier Flur wachsen, die keine Monokultur ist. Ja, also wieder zurück zur Permakultur und Natürlichkeit. Ja, ja. Das hilft am meisten. Ja. Und die Arbeit, bis wir dort sind, ist ja eigentlich dann kreative Arbeit. Ja. Dann hilft das schon auf dem Weg. Ja. Fängt es an zu wirken. Ne? Ja. Was für andere Möglichkeiten der Wissensfindung haben wir, außer jetzt zum Beispiel Bücher lesen, Interviews anschauen, Morphofeld anzapfen? Gibt es da noch mehr Möglichkeiten? Ich denke, Morphofeld und Akasha sind die vielfältigsten Möglichkeiten. Aber Morphofeld geht übrigens anders. Anzuzapfen. Ich sagte ja anfangs, Morphofeld ist ein feinstoffliches Feld. Und was ich jetzt wiedergebe, habe ich alles von Eugen, der da genial war. Und also der ja auch im Buch erwähnt ist. Ja, genau. Und Eugen hat mir gesagt, dass das in erster Linie funktioniert über Gefühle, und Bilder. Und Bilder und Gefühle, das geht mehr so dieses Bauchgefühl, dieses Bauchdenken. Ja? Und darüber kommt man ins Morphofeld. Man kriegt aus dem Morphofeld in erster Linie auch Bilder, die dann übersetzt werden in Gedanken. Ja. Deshalb, du sagst ja,
Kopfdenken, Herzdenken, Bauchdenken. Ist jedes Denken quasi eine Schnittstelle zu einer anderen Ebene? Ja, richtig. Also ich bin darauf gekommen. Ich hatte eine Bekannte, die immer behauptet hat, sie sei Herzdenkerin und ich sei ein Kopfdenker. Bin ich, ja, stehe ich auch zu. Und da habe ich aber gedacht, wie kann die sagen, sie ist Herzdenkerin? Ich habe auch ein Herz und mein Herz ist sehr aktiv, ja, und ich liebe ganz tief. Wie kann die einfach sowas sagen, mir das absprechen? Hat sie das denn so abwertend? Ja, das war ziemlich abwertend. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich dann bei ihr festgestellt, wenn die sich über irgendwas geärgert hat, dann hat die emotionale Pfeile ausgeschickt auf Menschen, die so richtig in den Bauch gingen, also richtig heftig. Mhm. Ja? Und dann habe ich gedacht, ein Herzdenker macht das nicht. Und dann habe ich diese Frage gestellt ins Akasha-Feld und ich bekam die Antwort, bei uns wird oft Herzdenken und Bauchdenken verwechselt. Also wir haben in unserem Darm ganz viele letztendlich Hirnzellen, mhm, wo unsere Wissenschaftler sagen, die werden benutzt, weil der Darm sich selbst reguliert. Aber dafür bräuchten wir, die sind die wir im Gehirn haben. Ja, dafür bräuchte, um sich selbst zu regulieren, braucht der Darm nicht so viele. Nein, er braucht nicht intelligenter sein als mein Verstand. Oder? Ja, genau. Also die haben andere Funktionen, aber das ist nämlich genau so unser Emotionalbereich. Wenn wir Wut spüren, spüren wir die hier. Genau. Ja, ja, und spüren wir nicht hier. Die Wut ist nicht im Kopf, die Wut ist im Bauch. Ja. Und das ist das kreatürliche Denken, was Tiere haben. So das Instinktive. Dieses Instinktive, die spüren einfach diese Dinge. Und das ist unser Bauchdenken. Und es gibt Menschen, die das sehr stark haben, dieses Bauchdenken. Und es gibt Menschen, die hier stärker sind. Das heißt nicht, dass der andere das nicht hat. Nur es ist unsere erste Vorgehensweise. Also bei dieser Frau, von der ich anfangs sprach, die ging an alles. Bei der hat als erstes der Bauch reagiert. Und dann später hat sie natürlich ihren Verstand eingeschaltet. Ja? Ja. Und bei mir ist umgekehrt. Bei mir kommt erst der Verstand und das Bauchdenken später. Ja. Und beides ist wichtig, aber beides ist nichts ohne das Herz. Und reines Kopfdenken ohne das Herz ist kalter Intellekt. Ja. Aber das wäre dann eigentlich das Asurische, oder? Isoliert, ja, genau. Das rein intellektuelles, ja, genau. Denken. Und Bauchdenken ohne Herzdenken kann sehr bösartig sein. Ja. Kann. Ja. Ja, es ist dann emotional. Ist und vollkommen das Gefühl emotional. Ist hier, die Emotionen sind da und der Intellekt ist oben. Ganz genau. Ja. Aber das ist der Bereich, worüber wir am besten ins Morphofeld kommen. Ah, über den Bauch. Über den Bauch und die Gefühle gleichzeitig, Emotionen. Also darüber kommen wir ins Morphofeld. Nicht über diesen Schwingkreis, darüber kommen wir ins Akasha-Feld. Okay, und was ist der Unterschied, welche Informationen hole ich im Akasha-Feld und welche im Morphofeld? Das Morphofeld ist die Blaupause zum Beispiel für die Erde. Mhm. Wenn ich Schöpfer sein will, muss ich zuerst meine Visionen, meine Vorstellungen ins Morphofeld geben. Über den Bauch quasi. Ja, über Bilder. Bilder und Gefühle. Bilder und Gefühle, ja. Ja, genau. Und ohne dies, das kann ich kein Schöpfer sein. Ja? Da spielt natürlich die Gedanken auch eine Rolle. Das ist, kann man nicht separieren. Nicht primär, aber nicht primär. Primär ist halt Bauch und Gefühl und Herz und Bilder so nötig. Ja, wenn ich die ins Morphofeld setze, dann können die sich materialisieren. Ja, das schaffe ich über dieses dritte Auge nicht. Über das dritte Auge nehme ich eigentlich nur auf und sende. Verstehe. Also Schwingkreis, drittes Auge bleibt auch im geistigen Rahmen. Ja, genau. Und hier wird manifestiert.
Ja, richtig. Also hier gehen wir ins Morphofeld. Ja. Also in die, also ich würde es so beschreiben. Hier oben, unser Schwingkreis ist der Architekt, ja, und hier malen wir die Zeichnung. Aber dann ist hier der Künstler. Hier ist der Künstler, ja, genau. Ah, verstehe, das macht viel Sinn. Ja. Wir haben schon mal darüber geredet, aber es ist mir noch nicht so ganz klar. Was ist der Unterschied zwischen Luzifer und Satan? Ja, ich gebe jetzt mal einfach die Antwort, die Innererde sagen würde. Ja? Hier in der Materie, Luzifer ist ja derjenige, der materialisiert. Und das heißt, es ist letztendlich unsere Rutschbahn in die Materie. Und Materie ist polar. Und jetzt stelle ich das mal gleich mit einem Magneten. Ja? Bei einem Magneten, der vollständig ist als Magnet, gibt es zwei Pole, aber der funktioniert nur, wenn beide zusammen sind. Mhm. Und Luzifer ist der Magnet an sich, ja, und dieser Magnet hat zwei Seiten. Und die eine Seite davon ist Satan. Und Innererde sagt, das ist eigentlich nichts Negatives, das ist vom Ursprung her, wenn es in der Mitte ist, ist das die Seite, die uns die Materie begreifen lässt. Und das ist unser Verstand, das ist unser Wille, das ist unser Ego, das ist alles das, was uns hilft, die Materie aufzunehmen und zu begreifen. Mhm. Das sind Werkzeuge, mehr nicht. So einfach, schlicht, sagt Innererde, ohne, die sagt nicht, das ist böse. Ja, gesagt, und was ist das denn zum Beispiel, wenn gewisse Dämonen sich auf Luzifer als Gott beziehen und so weiter, ist das dann alles trennen, nur? Dann wird Luzifer getrennt in zwei getrennte Seiten. Dann ist der Magnet getrennt. Dann funktioniert er ja nicht mehr. Der funktioniert nicht mehr, genau. Es ist nicht mehr eins. Und dann entsteht nämlich die böse und die überhöhte gute Seite. Das ist also, die eine Seite will immer Schlechtes und noch Schlechteres, ja, und die andere immer noch Gutes. Ja, immer Gutes, aber die besser. Sagt, die Materie ist schlecht. Ja. Weil sie ja davon getrennt ist. Ja. Und sagt denn die Materie auch, der Geist ist schlecht? Ja, natürlich. Nein, die sagen, den gibt's nicht. Aha, okay. Ja, die sagen, Gott gibt's nicht. Verstehe. Ja. Verstehe. Also, es ist beides eine Lüge zu sagen, es gibt kein Luzifer, oder luziferische Kräfte ist gelogen, wenn man sagt, es gibt sie nicht, und wenn man sagt, Gott gibt sie. Aber wie bringt man beides zusammen, wenn man doch so einen starken Widerstand hat durch die Religionen, dass das einfach das Böse ist und nur Böses tut? Das nimmt doch keiner zu sich und macht es wieder ganz. Nein, die Religionen haben ja auch Interesse daran, dass das getrennt ist, weil sie nämlich sich auf der überhöhten Seite wähnen. Ja, diese gute Seite. Und je mehr Menschen trennen, umso mehr laufen zu ihnen, weil sie aus diesem Dunklen raus wollen. Also letztendlich bringt es nur, selber aufzuhören, zu trennen. Also zu sehen, dass alles nur aus Ursache und Wirkung besteht. Oder Wirkung und Ursache wiederum. Und dass wir aufhören zu sagen, das ist böse. Es hat irgendeine Ursache, dass es so ist. Ja, und die Ursachen ergründen oder einfach gelassen werden dagegen. Es ist ein ganz, ganz schweres Thema. Ich weiß das. Mir wird das oft, wenn ich sowas sage, vorgehalten. Es gibt das Böse. Und was machen Kinder, die gequält werden und so. Das ist ein Thema, wo, wenn man da wirklich versucht, darüber zu sprechen, man auch sehr oft angegangen wird. Ja, es ist natürlich sehr schwierig für einen normalen Menschen zu verstehen, dass das, ich sage jetzt mal böse, dass, oder Matter eine gleichberechtigte Energie ist, wie die andere Seite auch. Ja, sie ist nur so lang, eigentlich ist keine der beiden Seiten berechtigt, ja. Sie sind beide aus dem Gleis gelaufen, aus dem Ruder gelaufen. Wir können das nur
lösen, indem wir das transzendieren, indem wir auch in uns erkennen, dass auch in uns Dinge stecken, die wir normal dem Bösen zuordnen könnten und die in die Mitte holen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unsere dunkelsten Seiten und unsere überhöhtesten, lichtvollsten Seiten integrieren, zusammennehmen, ja, was entsteht dann? Dann sind wir in unserer Mitte und dann ist die luziferische Energie völlig neutral, dann ist sie nicht getrennt. Und dann ist man gelassen? Ja, in allen Fällen. Dann trägt man dazu bei, zur Heilung bei, letztendlich zur Heilung der Welt. Also heile dich selbst, ja, also die Kräfte in dir quasi und dann, ja, genau, geschieht Heilung im Außen. Genau. Ich kann natürlich in einem Einzelfall, wenn ich sehe, dass ein Kind gequält ist, kann ich einschreiten. Das würde ich auch jederzeit tun. Ja? Ja. Aber ich kann die Energie, die dahinter steckt, nicht verändern. Die kann ich nur über mich verändern. Ja. Muss jeder selbst, diesen Weg muss jeder alleine gehen. Ja. Ja. Jetzt ist ja ziemlich viel Unheil in dieser Welt. Ja. Wie siehst du denn die unmittelbare Zukunft so für uns, vor allem auch für Deutschland jetzt? Ich berufe mich jetzt einfach auf das, was Innererde gesagt hat. Die sagen, dass auf der feinstofflichen Ebene ist der schlimmste, der tiefste Punkt längst überschritten. Das ist also im Weg der Heilung. Und je mehr Menschen in ihrer Mitte kommen, umso mehr tragen sie dazu bei. Also bis das allerdings dann in der Materie angelangt ist, dauert das einfach etwas länger. Ja, das heißt, das Unheil könnte sich noch ein bisschen zuspitzen, bevor es ja, abflaut. Ja, das Dunkle lässt ja nicht so ohne weiteres los. Ja, wir müssen, jeder für sich muss das für sich transzendieren, immer mehr, das läuft übers Morphofeld. Das sind ja Informationen, die dort sind und die wirken ja auch auf uns. Und die wirken auch auf anderes. In der Erde sagte mal, jeder Mensch, der in seine Mitte kommt, ist in der Lage, 6.000 Menschen anzustoßen. Das heißt, für mich eine unglaubliche Zahl. Es gibt viele Menschen, die fragen, soll ich aus Deutschland auswandern? Wäre es besser, sie würden in die Mitte kommen oder sollten sie auswandern und dann in die Mitte kommen? Das möchte ich nicht beurteilen. Ja? Ja? Also das ist, muss jeder für sich selber sehen. Manche sehen darin für sich einen Sinn und das ist dann richtig. Ja. Aber wäre es grundsätzlich möglich, inmitten des Sturmes, ja, zu sein, ja, wenn du in deiner Mitte bist, ja, ist dein Umfeld ruhig? Ja. Wäre das möglich? Ja. In der Erde sagt dazu mal, werdet gerissen. Gerissenheit bei uns so einen negativen Beiklang, aber Gerissenheit bedeutet, Wege zu finden, die außerhalb der Norm sind und die diese Dunklen sind kollektiver Natur und was Kollektives erkennt nur, was innerhalb kollektiven Regeln läuft. Ja. Und wenn wir Dinge umsetzen wollen, die in den Bereich gehen, dass immer mehr Menschen in die Mitte kommen, dann muss man eben Wege gehen, die außerhalb der Kollektive laufen und die finden. Und das ist Gerissenheit. Ja. Ist das, was im Buch 7 steht, dass wir zum Teil sogar fast schon unsichtbar werden für die anderen? Ja, genau. Die nehmen das gar nicht mehr wahr. Weil ein Kollektiv kann nur wahrnehmen, was kollektiven Regeln entspricht. Verstehe. Ja. Anastasia-Bewegung wird zum Beispiel bekämpft, weil man irgendwie spürt, da ist was, aber man versteht nicht, warum. Mhm. Und dann greift man natürlich zu solchen Mitteln, das ist rechtsradikal oder sonst irgendwas. Aber eigentlich jeder, der ein bisschen offene Sinne hat und einmal so ein bisschen guckt, was machen die überhaupt, sich von der Natur zu ernähren, in der Natur zu leben, was ist da dran rechtsradikal? Ja, also das können die nicht schreiben, weil es nicht zu den Regeln, zu den kollektiven Regeln passt. Und doch spüren sie, dass es sie in Bedrängnis bringt, ja, genau, weil da wandern Leute ab. Ja, mhm, genau. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Da muss ich dann selber noch was drüber nachdenken in Ruhe, wie ich das mache, weil ich habe mich schon gefragt, es gibt Menschen, die können sein, wo sie sind, und bei denen läuft immer alles picobello. Und die machen auch Fehler, aber das wird nie bemerkt.
So, man parkt falsch, der vor mir kriegt einen Zettel, der hinter mir kriegt einen Zettel und ich nicht. Hat das damit zu tun? Ganz sicher, ja. Ja. Weil jedes Fünkelchen Angst bringt mich schon wieder raus. Bringt mich in die, mit Angst kennen die sich aus. Ja, die spüren das. Und das hat eine Wirkung. Und welche Rolle spielt dabei die Absicht, die man hat? Also weißt du, ich kann ja absichtlich parken und sagen, ich bin jetzt unsichtbar, dann sehen die mich nicht. Oder ich kann halt, ich habe keine Münze, ich kann gar nicht, ich würde zahlen, wenn ich gerade könnte. Und dann ist die Absicht ja eine ganz andere. Ehrliche Absichten, hilft das sicher, aber in diese Richtung zu gehen? Kann ich ein Beispiel sagen von gestern? Wir waren gestern zu einem Interview eingeladen und wir haben halt einen relativ großen Bus, mit dem wir dort waren. Und es war weit und breit kein Parkplatz, wo wir den Bus hätten hinstellen können. Aber wir mussten ja dahin. Und dann sind wir auf ein... Bei mir kam kurz ein bisschen Bedenken, aber mein Mann ist da ganz gelassen. Und der ist da hingefahren. Es waren zwei Parkplätze für Behinderte, beide frei. Und die waren richtig groß, weil die haben ja Platz. Ja. Und das ist er hingefahren. Wir haben den ganzen Tag da gestanden. Es war kein Knöllchen drauf. Und der zweite ist, also ich hab tagsüber mal geguckt, da ist nie ein Auto gestanden. Also ja. Die wären den ganzen Tag leer gewesen. Also ihr habt's in so guter Absicht gemacht, dass es nicht mal jemand gebraucht hätte in der Zeit richtig, auch. Also richtig. Man kann da nicht sagen, ja, das ist die egoistisch. Die hat den weggenommen, ja. Aber wir wussten auch nicht, was wir sonst machen sollen. Wir hätten, war eine sehr schwierige Situation. Und dann hat man das einfach gemacht. Normalerweise machen wir das nicht. Okay, also ist wichtig, die Absicht muss rein sein und dann funktioniert eigentlich alles. Ja. Hm. Was kannst du uns sagen, wenn ich dich fragen würde, was ist das Schönste und Wichtigste, was du bisher in deinem Leben erfahren hast? Was würdest du da sagen? Das Schönste und Wichtigste würde ich sagen, die Geburt meiner Kinder. Ja. Dann hätte ich auch sagen können, das Schönste, das Wichtigste und das Anstrengendste. Das kommt natürlich dazu. Ja. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, in einem Interview wie diesem eine Frage gestellt zu bekommen, die man dir noch nie gestellt hat. Fällt dir was ein? Sonst frage ich dich schon nach deinem Lieblingswitz, gell? Nein, ich beantworte das jetzt. Gut. Ja. Warum tust du dir das mit 71 Jahren an, so viele Vorträge zu machen, noch so viel zu arbeiten, die Bücher fertigzustellen und so weiter? Ja, genau. Warum tust du dir das an mit 71 Jahren? Ja, ich noch nicht ganz im Januar, 71. Steinbruch? Nein, Wassermann schon. Ah, schon drüber. Ja. Das kann ich beantworten, weil ich so viele positive Reaktionen kriege und so viele Briefe, E-Mails, so viel im Gespräch bei den Vorträgen von Menschen, denen die Bücher unglaublich viel geholfen haben und die ganz viele Fragen an mich haben, die ich dann in den Vorträgen stelle. Das ist sehr befriedigend. Also was Befriedigenderes kann ich mir derzeit nicht vorstellen. Also das ist momentan das Schönste in deinem Leben, deshalb machst du es rund um die Uhr? Ja, rund um die Uhr nicht, aber ziemlich viel, sagen wir es mal so. Ja, ich meine, ich weiß, was es heißt, Bücher zu schreiben. Das ist Knochenarbeit, trotz allem, oder? Gerade wenn man es noch ordnen und sortieren muss. Ja. Aber ich, unbescheidenerweise würde ich sagen, mit Sicherheit hast du schon viele Leben gerettet, ohne es zu wissen. Das weiß ich nicht, genau. Ja, weil ich höre das immer wieder. Wir wissen nie, wo die Leute sind. Und es ist so wichtig, dass jeder seinen Beitrag einfach rausgibt, den er im Herzen trägt. Ja, genau. Auch wenn man es nicht weiß. Ja. Auch Samen, die man unterwegs verliert, können eine schöne Blume geben. Ja. Dann würde ich sagen,
Liebe Christa, vielen Dank für den persönlichen Einblick. Wir probieren das natürlich aus mit der Akasha und mit dem Morphofeld. Ja, kann ich jedem nur empfehlen, weil es kann wirklich jeder. Ich kann ein Beispiel mal für Morphofeld bringen, wenn dich das noch interessiert. Ja, mich interessiert noch alles. Ich habe damals, nachdem ich vom Eugen ganz viel gehört habe, wie man mit dem Morphofeld umgeht, gedacht, so, jetzt probiere ich das aus. Ich will übers Morphofeld eine Freundin erreichen. Ja? Und ich habe dann mir abends im Bett gelegen und habe mir vorgestellt, die wohnte 200 Kilometer von mir entfernt oder noch mehr, und habe mir vorgestellt, ich steh vor ihrem Haus, ich schaue, ich gehe dann ganz langsam zur Tür und klingel, drück die Klingel. Das habe ich mir alles mit Bildern vorgestellt und mit den Gefühlen, die dazu gehören. Mhm. Ja? Und die Tür geht auf und plötzlich steht Jutta da. Ich umarme sie und sagte, Jutta, was machst du hier? Und ich sage, Jutta, ich bin nur aus einem Grund gekommen. Ich wollte, dass wir mal wieder miteinander sprechen. Und habe sie dann auch umarmt und habe mich dann von ihr wieder verabschiedet. Und am nächsten Tag ruft Jutta an. Und ich habe sie dann gefragt, wann sie auf die Idee gekommen ist, mich anzurufen. Und das war abends um die Zeit. Ja. Das ist Morphofeld. Ja, verstehe. Ja. Also das könnten wir wieder in den Alltag einbauen, das spielerisch. Das sind die Übungen, die wir machen können. Ja? Ja. Das war meine erste Übung in Bezug auf Morphofeld. Danke fürs Mitteilen. Ja. Ja. Und ich habe gehört, du fängst jetzt dann auch mal an, ein bisschen Workshops, Seminare zu geben. Ja, mit meinem Sohn zusammen, der ja Familiencoach ist. Mhm. Wir wollen, machen im Januar das erste Seminar unter dem Thema Der Mensch ist Schöpfer. Da ist ein Teil davon, eben seine ganzen Programmierungen abzubauen. Aber ein großer Teil wird auch genau diesen Themen gewidmet sein. Also wie fördere ich meine Kreativität? Wie komme ich ins Akasha-Feld? Übungen machen wir auch dazu. Ja. Oder wie steigern wir unsere Wahrnehmung zu anderen Menschen und so weiter? Also eine optimale Kombination zwischen Abbau des einen und Aufbau des anderen. Ja, genau. Genau. Ja. Wer Interesse daran hat, man findet diese. Wir planen jetzt gerade das zweite, weil das erste ist fast voll. Wir werden sowieso alles in die Beschreibung tun, okay, damit die Zuschauer das finden und mal vielleicht teilnehmen können und mit euch forschen und experimentieren. Das ist sicher sehr spannend. Wir haben mit deinem Sohn ja auch ein tolles Interview gemacht. Ja. Ich weiß noch nicht, welches zuerst kommt, aber du bist ja geduldig. Ich bin geduldig, ja. Und ich muss sagen, also die Videos mit dir, die werden sehr oft geschaut, sehr oft. Also danke. Zehntausende Leute, die interessiert sind. Ich glaube, die Zeit ist reif. Es war auch schon anders, oder? Ja, ja, das war, Alf hatte das Buch 6 Jahre, bevor ich das erste Interview mit dem Joe Conrad machte, oder den Joe Conrad mit mir. Mhm. Das war das Buch schon 6 Jahre auf dem Markt und es lief, die Zeit war damals einfach nicht reif. War das Buch 1? Ja. Oder? Krass, nicht mal ich habe das gewusst, dass ja, es das ja, gibt. Das ist untergegangen. Da, ja. Es hing natürlich auch mit zusammen, dass der Verleger nicht das Optimale war. Und, aber es lag auch an der Person Alf, die eigentlich nicht das konnte, was ich jetzt gerade mache. Ja, ja? Also unter die Menschen gehen. Eine andere Seelensignatur ja, als genau. Du. Ja? Mhm. Ja, super. Ich würde sagen, wir sind dann schon wieder ready für ein paar Satzanfänge. Was meinst du dazu? Ja, schauen wir mal. Ich werde immer bei mir bleiben. Alf ist kein ist oder war, also er war nicht jetzt so der besondere spirituelle Mensch. Er war was Besonderes, ja, aber er war ein ganz normaler Mensch, neugieriger und kreativer Mensch, ja. Kinder sind? Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, was für mich was ganz Besonderes.
Und sie sind unsere Zukunft. Vertrauen heißt nicht. Vertrauen heißt nicht. Heißt nicht. Nicht. Was heißt Vertrauen nicht? Alles kontrollieren zu wollen. Und Freiheit ist nicht. Freiheit ist nicht das, was man uns vom Mainstream als Freiheit suggeriert. Nichts davon ist Freiheit. Angst ist nicht produktiv. Angst ist kontraproduktiv. Also Angst hindert uns. Und deswegen ist sie nicht dazu geeignet, in irgendwas Schöpferisches zu tun. Gott ist nicht? Die Frage beantworte ich nicht, weil Gott ist. Punkt. Ja. Spiritualität ist nicht das, was viele darunter verstehen. Viele verstehen unter Spiritualität sich selbst aufzugeben, fast. Und zu meinen, man muss das Ego aufgeben oder zu meinen, man muss die Materie ablehnen. Das hat mit Spiritualität nichts zu tun. Menschen sind nicht Sklaven. Von Natur aus nicht. Die Natur ist nicht linear. Liebe ist nicht das, was viele Menschen unter Liebe verstehen. Viele Menschen verstehen das unter Liebe oder die Gefühle unter Liebe, die Liebe hervorruft. Aber Liebe ist was ganz anderes. Ich bin. Ich bin. Mensch, ja. Und wenn du zu allen deinen Menschen und Tiergeschwistern und außerirdischen und innerirdischen eine Nachricht mitteilen könntest, okay, so deine Botschaft an die Welt, ja, was wäre das? Verbindet euch mit der Natur. Kurz und bündig, liebe Christa, herzlichen Dank auch für dieses Gespräch. Liebe Zuschauer, ich würde mal sagen, schaltet doch einfach wieder zu, wenn es zum nächsten Mal heißt, herzlich willkommen bei Free Spirit TV, dem Sender, wo man nicht so genau weiß, woher er kommt. Bis zum nächsten Mal.